Herzlich willkommen zum Video Abhängigkeiten Basics. In diesem Video werde ich versuchen, die Grundlagen zu Abhängigkeiten abzudecken, also die Gründe für das Verwenden von Abhängigkeiten sowie die Implementierung dieser zu erklären. Im weiteren Verlauf der Videoreihe gehe ich noch auf fortgeschrittenere Themen ein, wie das Arbeiten mit verschachtelten Abhängigkeiten, charakteristischen Variablen, der Exception- und Fehlerbehandlung in Abhängigkeiten und dem Benutzen von voneinander getrennten Abhängigkeitsstapeln. Für dieses Video werde ich eine speziell vorbereitete Test-Suite bearbeiten. Die Suite nimmt unseren bei der Installation von QFTest mitgelieferten JK-Configurator als SOT, also System Under Test. Wenn Sie während den Erklärungen mitarbeiten wollen, finden Sie die in diesem Video verwendete Suite im Videokommentar. Wenn Sie lieber gleich das Ergebnis dieses Tutorials ansehen wollen, dann finden Sie die fertige Suite ebenso dort. Wie angekündigt, arbeite ich jetzt mit der Abhängigkeitstest-Suite. Wir sehen uns gleich mal den ersten Testfall an. Hier ist ein auf einfache Weise implementierter Test zu sehen. Das ist der Vorbereitungsknoten, der unser System Under Test, also den JK-Configurator, startet. Hier sind einige Testfälle, zuletzt ein Aufräumknoten, der unser Programm wieder schließt. Ein einzelner Testfall läuft so ab. Wir setzen die Änderungen in unserem Programm zurück, dann wählen wir ein Fahrzeug, ein Sondermodell und Zubehöre. Schließlich wird ein Rabattwert eingestellt und der Endpreis wird überprüft. Der Vorbereitungs- und Aufräumknoten ist mit Hilfe von Prozeduren gebaut. Mit einem Doppelklick auf eine dieser Prozeduren springen wir auch in den Prozedurenordner und sehen uns einmal alle Prozeduren an, die uns in dieser Suite zur Verfügung stehen. Im SOT-Package haben wir erstmal nur eine Prozedur zum Starten und Stoppen unseres Car-Configurators. Im Car-Config-Package sind für uns erstmal eher uninteressante Prozeduren abgelegt, die wir für die Testfälle brauchen. Jetzt, da Ihnen unsere Suite in etwa bekannt ist, werde ich einfach mal diesen ersten Test durchlaufen lassen, um die Funktionsweise zu demonstrieren. Er arbeitet sich jetzt einmal durch alle Testfälle mit den unterschiedlichen Rabattstufen durch. Und jetzt ist er fertig. Schauen wir uns mal das Protokoll von diesem Durchlauf an. Erst wird das SOT gestartet, dann läuft einmal der Testfall durch, aber danach wird unser Programm wieder komplett geschlossen, nur um es dann für den nächsten Testfall wieder neu zu starten. Das Ganze passiert jedes Mal. Wie hier zu sehen, brauchen wir einen kompletten Neustart. Auf meinem System circa 6 Sekunden für die Vorbereitung und fast eine Sekunde für die Aufräumarbeit. Also addiert sich das Ganze und das macht einen Großteil der gesamten Zeit des Testlaufs aus. Vor allem bei größeren Anwendungen wäre ein stetiges Stoppen und Starten sehr ineffizient. Aufräumen ist in unserem Fall bei einem normalen Durchlauf unnötig. Das SOT ist ja bereits gestartet und Änderungen werden in den Testfällen zurückgesetzt. Allerdings kann ich zur Lösung des Problems auch nicht einfach den Aufräumknoten entfernen. Eine Exception könnte sonst in einem unbeaufsichtigten Lauf den gesamten Test unterbrechen, statt nur einen einzelnen Testfall. Das Aufräumen nach jedem Testfall kann natürlich gewünscht sein. Allerdings ist der Nachteil dieser Implementierung, dass Aufräumaufrufe nicht nur bei Bedarf am Ende des Testfalls stattfinden, sondern immer. Ein weiterer Nachteil ist zum Beispiel dieser. Stellen Sie sich vor, Sie wollen nur einen speziellen Testlauf starten. Dieser Testlauf hat zum Beispiel beim letzten Mal einen Fehler geworfen, entweder weil der Test falsch implementiert war oder ein Defekt in dem SOT vorliegt. Um einen einzelnen Testfall wieder auszuführen, muss entweder, wie vorhin, der gesamte Testfall ausgeführt werden, oder die Vorbedingungen müssen manuell hergestellt werden. Also hier erstmal den Vorbereitungsknoten starten und dann den Test ausführen, den ich benötige. In diesem Beispiel natürlich noch recht einfach, aber sobald die Tests größer werden, kann das Ganze ganz schön mühsam werden. Wir sehen also, mit diesen Mitteln kommen wir nicht weit. Aber genau für so etwas gibt es in QFTest Abhängigkeiten. Abhängigkeiten stellen vollautomatisch sicher, dass die Vorbedingungen für einen Test erfüllt sind. Vorausgesetzt natürlich, sie sind korrekt implementiert. Somit können einzelne Tests ausgeführt werden, ohne vorher manuell die Vorbedingungen einzustellen. Das funktioniert auch, wenn vorher ein völlig anderer Test ausgeführt wurde. Außerdem regeln sie noch den Aufräumprozess, führen also keine unnötigen Aufräumknoten aus. Zusammengefasst lässt sich sagen, Abhängigkeiten stellen einen Zustand sicher, während Vorbereitung und Aufräumknoten nur bestimmte Sequenzen ausführen. Wie man eine einfache Abhängigkeit baut und wie sie funktioniert, sehen wir uns jetzt an.
Als Grundgerüst nehme ich den Testfall von vorhin und kopiere ihn einfach direkt darunter. Natürlich sollte ich ihn jetzt anders benennen, zum Beispiel Tests mit Abhängigkeit. Jetzt füge ich einen Abhängigkeitsknoten in den Testfall ein. Dazu drücke ich entweder oben im Menü auf Einfügen, Abhängigkeiten, Abhängigkeit oder nutze Rechtsklick Knoten einfügen. Jetzt benenne ich das Ganze noch sinnvoll. Vorbedingung für unsere Tests ist ja, dass unser System an der Test läuft. Also nenne ich die Abhängigkeit einfach SOT gestartet. Wie bereits gesagt, regelt eine Abhängigkeit ja die Vorbedingungen und den Aufräumprozess. Also sollte unsere Abhängigkeit einen Vorbereitungs- und einen Aufräumknoten enthalten. Das mache ich mir jetzt einfach. Ich kopiere mir den Knoten einfach aus dem Test in den Abhängigkeitsknoten hinein. Warum habe ich die Abhängigkeit jetzt auf Testfall-Satzebene definiert? Naja, wie Sie hier sehen können, erbt jeder Knoten defaultmäßig die Abhängigkeit von dem ihm übergeordneten Parent-Knoten. In unserem Fall erbt also jeder Testfall die Abhängigkeiten von Testfall-Satz. Darum reicht es auch, die Abhängigkeit nur dort zu definieren und sie gilt für alle Testfälle. Die Abhängigkeit ist fertig. Probieren wir mal aus, ob sie auch das tut, was sie soll. Dafür beende ich jetzt kurz unser SOT. Wie Sie sehen, ist kein Client aktiv, also ist die Vorbedingung für unsere Tests, dass das SOT gestartet ist, momentan nicht erfüllt. Wenn ich jetzt einen einzelnen Testfall in unserer alten Testsuite starten will, ist das nicht möglich. Wie wir sehen, wirft uns QFTest eine Exception. Sehen wir uns diese einmal im Protokoll an. Ich springe zur Exception herunter. Aha, eine Client Not Connected Exception. Es besteht keine Verbindung zum Client Car-Config Java. Logisch, ich habe ihn ja auch vorhin geschlossen und den Vorbereitungsknoten dazwischen nicht ausgeführt. Allerdings sollte unsere neue Abhängigkeit das Problem jetzt lösen. Probieren wir das einfach mal aus. Und in der Tat, der Test wird ohne Probleme ausgeführt, obwohl die Vorbedingung nicht erfüllt war. Was genau ist passiert? Sehen wir uns dafür doch einfach wieder das Protokoll an. Wie wir sehen, hat sich QFTest beim Start vom Testfall zuerst die Abhängigkeit angeschaut. Interessant ist für uns erstmal das hier, die benötigte Abhängigkeit. Der Eintrag hier bedeutet, dass unser Testfall, Rabattstufe 0, die Abhängigkeit SOT gestartet benötigt, um ausgeführt zu werden. Also springt QFTest zur Abhängigkeit und führt dort den Vorbereitungsknoten aus, den wir vorhin definiert haben. Er startet also das SOT automatisch. Das macht es deutlich einfacher, einzelne Tests zu betrachten. Sehen wir uns doch jetzt einmal einen gesamten Durchlauf von Anfang an an. Also wieder den Client beenden und jetzt den ganzen Testfallsatz ausführen. Was wir direkt sehen, das ging jetzt deutlich schneller als bei unserem alten Testfallsatz und unsere Anwendung wurde nicht wieder zwischen den einzelnen Testfällen geschlossen. Was genau passiert ist, können wir wieder im Protokoll erkennen. Direkt zu sehen ist die Auswirkung auf die Dauer des Testfalls. Durch das Einsparen von Beenden und Starten des Programmes haben wir den Lauf in etwa 8 Sekunden beendet im Vergleich zu unserer vorherigen 22 Sekunden. Betrachten wir die Funktionsweise der Abhängigkeiten erneut. Im ersten Testfall hat sich nichts verändert. Der Test benötigt SOT gestartet und führt die Vorbereitung aus. Interessant ist, dass nirgendwo ein Aufräumknoten ausgeführt wird. Das erklärt auch, weshalb sich der JCar-Configurator nicht zwischen den einzelnen Testfällen geschlossen und wieder geöffnet hat. Aber warum ist das so? Um das zu verstehen, sollten wir einen genaueren Blick auf die Funktionsweise von Abhängigkeiten werfen. Ist unser Testfall mit Abhängigkeiten implementiert, werden diese zu Beginn jedes Testfalls überprüft. QFTest führt eine Liste mit, im Protokoll zu erkennen unter gespeicherte Abhängigkeit, auf der es die aktuellen Abhängigkeiten vermerkt. Zu Beginn ist diese leer. Wenn jetzt eine Abhängigkeit ausgeführt wird, speichert QFTest deren Namen in der Liste ab. Ab jetzt wird jedes Mal, wenn ein neuer Testfall ausgeführt wird, dessen benötigte Abhängigkeit mit der auf der Liste abgespeicherten Abhängigkeit verglichen. Stimmen die gespeicherte und die benötigte Abhängigkeit überein, wie hier zu sehen, ist alles in Ordnung. Für QFTest heißt das, dieser Test und der vorherige brauchen dieselben Vorbedingungen. Also ist eine Aufräumaktion dazwischen unnötig.
Danach wird auf jeden Fall der Vorbereitungsknoten unserer jetzigen Abhängigkeit ausgeführt. Schließlich wollen wir sicherstellen, dass unsere Vorbedingungen erfüllt sind. Deshalb ist es auch wichtig, dass der Vorbereitungsknoten einer Abhängigkeit durchdacht implementiert ist. In unserem Fall muss der Vorbereitungsknoten Folgendes leisten. Er soll das SOT starten, aber dies nur tun, falls es nicht bereits läuft. Das ist in unserer Testsuite bereits so implementiert. Ich springe zur Demonstration einmal kurz mit Rechtsklick, Knoten in Testsuite finden, zu der Stelle, an der unsere Vorbereitung definiert ist. Hier sehen wir einen Warten auf Client-Knoten, der überprüft, ob unser Client Car Configurator gerade vorhanden ist. Das Ergebnis speichert er in der Variable isSUTRunning ab und der nachfolgende if-Knoten nimmt diese Variable und startet je nach Ergebnis entweder den Car Configurator oder eben nicht. Es ist wichtig, sich zu merken, dass dieser Ablauf immer zu Beginn eines Testfalls stattfindet. Danach nehmen der Vorbereitungs- und Aufräumknoten einer Abhängigkeit keinen Einfluss mehr auf den Ablauf. Das bedeutet also auch, dass Aufräumaktionen, wenn benötigt, nicht am Ende eines Testfalls ausgeführt werden, wie bisher der Fall. Stattdessen entscheidet QF-Test am Anfang des Tests, also beim Vergleichen der Abhängigkeiten, ob es den Aufräumknoten einer Abhängigkeit ausführen muss. Das wollen wir uns jetzt einmal in Aktion ansehen. Ich habe bereits einen Testfall vorbereitet, mit einer anderen Abhängigkeit als bisher. Dieser Testfall ist nur zur Demonstration gedacht. Eigentlich macht er nichts, außer hier unten ins Terminal zu schreiben, welchen Schritt er gerade ausführt. Der Testfall wird nur verdeutlichen, wie QF-Test mit mehreren unterschiedlichen Abhängigkeiten umgeht. Führen wir nun den Test mit einer anderen Abhängigkeit aus und betrachten das Protokoll. Offensichtlich unterscheiden sich die Namen der Abhängigkeiten. Vorher hatten wir SOT gestartet verwendet, jetzt brauchen wir andere Abhängigkeit. Erst jetzt wird der Aufräumknoten der vorherigen Abhängigkeit ausgeführt. Vorher konnte QF-Test ja nicht wissen, ob ein Aufräumen sinnvoll wäre. Schließlich hätten wir ebenso gut einen weiteren Testfall mit der Abhängigkeit SOT gestartet ausführen können. Da die Vorbedingungen für Tests von Abhängigkeiten behandelt werden, können wir nun auch beliebig einzelne Testfälle starten, aus beliebigen anderen Testfallsätzen, die mit Abhängigkeiten versehen wurden. Einen letzten Punkt möchte ich in diesem Video noch ansprechen, wie man Abhängigkeiten mehrmals verwendet. Sie können die Abhängigkeit natürlich kopieren und jedes Mal, wenn benötigt, einfügen. Wenn die Abhängigkeit jetzt aber geändert werden soll, zum Beispiel wenn Sie eine Fehlerbehandlung einbauen wollen, ist es mühsam, jede Abhängigkeit einzeln abzuändern. Allerdings ist es in QF-Test möglich, Abhängigkeiten im Prozedurenbereich abzulegen. Als Vorbereitung erstelle ich im Prozedurenbereich ein Package für meine Abhängigkeiten. Das geht über Einfügen Prozedurknoten Package. Das Ganze nenne ich einfach mal Abhängigkeiten. Jetzt ziehe ich meine Abhängigkeit in den Prozedurenbereich und in mein vorbereitetes Package. Natürlich hätte ich die Abhängigkeiten auch von Anfang an dort erstellen können. Jetzt kann ich in meinem Testfall einen Bezug auf Abhängigkeit Knoten einfügen. Dafür wähle ich ihn über Einfügen Abhängigkeiten Bezug auf Abhängigkeit aus. Und jetzt kann ich den Namen der Abhängigkeit, auf den ich mich beziehe, entweder eingeben oder ich wähle ihn mit Hilfe dieses Knopfes aus. Natürlich kann ich auch einfach die Abhängigkeit aus dem Prozedurenordner an die entsprechende Stelle ziehen, um automatisch einen Bezug zu erstellen. Der Bezug auf Abhängigkeiten-Knoten funktioniert genauso wie der Abhängigkeitsknoten. Er ist im Endeffekt eine Verknüpfung. Das war es auch schon mit dem ersten Video zu Abhängigkeiten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Verwendung von Abhängigkeiten schmackhaft machen. Im nächsten Video widme ich mich der Verwendung von verschachtelten Abhängigkeiten und der Exception-Behandlung. Sollten Sie weitere Fragen zu Abhängigkeiten oder zu QF-Test haben, möchte ich Sie auf unsere anderen Videos, Tutorials und auf unser umfangreiches und stets aktuelles Handbuch verweisen.
Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.